Vergrößern, Verkleinern, Mischarts, Werf erreichte erstmals bei den French Open die 2. Runde. Urheberrecht Getty Images. Update: Nach Alexander Zverev stehen auch sein Bruder Mischa, Jan-Lennard Struff und Maximilian Matterer der zweiten Runde der French Open. Zverev gewinnt ein deutsches Duell. Mischa Zverev hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Match im Hauptfeld der French Open gewonnen. Der 30-Jährige ließ den Bayreuther Florian Mayer im deutschen Duell beim 6:2, 6:1, 7:6, 7:3 kaum eine Chance und folgte seinem Bruder Alexander in die zweite Runde. Der an Position 2 gesetzte Mitfavorit hatte bereits am Montag souverän gegen Ricardas Berankis, Litauen, gewonnen. Männerergebnisse im Überblick: Neben den beiden Zverevs schafften es auch Jan-Lennard Struff 28 und Maximilian Matterer 22 in die nächste Runde. Während sich Struff mit 6:1, 6:3, 6:0 gegen den Russen Jewgeni Donskoi durchsetzte, bezwang Matterer den US-Amerikaner Ryan Harrison wenig später mit 6:1, 6:3, 7:5. Struff behält Nerven. Davis Cup-Spieler Struff hatte sich gegen Donskoi auch von einer Regenunterbrechung nicht aus dem Konzept bringen lassen und sich nach nur 1:20 Stunden souverän durchgesetzt. Der Sieg war für Struff, der nun auf Steve Johnson USA trifft, ein gelungenes Geburtstagsgeschenk für seine Mutter Martina. Matterer bekommt es nach seinem Debüterfolg in Paris mit Kanadas Jungstar Denis Shapovalov Nummer 24 zu tun. Mischa Zverev hatte vor 10 Jahren erstmals ein Match im Hauptfeld von Roland Garros bestritten. 7 Anläufe benötigte der Linkshänder für seinen ersten Sieg beim Höhepunkt der Sandplatzsaison. Zverev spielt in Runde 2 entweder gegen Feliciano López, Spanien, Nummer 28, oder Sergej Stachowski, Ukraine. Für Florian Mayer waren es die letzten French Open. Der 34-Jährige beendet am Jahresende seine Karriere. Jan-Lennard Struff und Maximilian Matterer haben nahezu im Gleichschritt die zweite Runde der French Open in Paris erreicht. Punkt. Während sich der Warsteiner Struff 6:1, 6:3, 6:0 am Dienstag gegen den Russen Jewgeni Donskoi durchsetzte, bezwang Matterer in Nürnberg den US-Amerikaner Ryan Harrison nur wenig später 6:1, 6:3, 7:5. Männerergebnisse im Überblick.